Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Revelations 2. So, wir sind hier unterwegs, um gewisse Innereien zu holen. Irgendwas funktioniert hier nicht. Okay, ja, müssen wir gleich durchschleichen. Ah, schauen wir uns das mal immer wieder schön hier um, ob es nicht hier in den Dingern wieder irgendwelche Gegenstände gibt zum Mitnehmen. Ist ja jetzt auch eine Sackgasse. Na toll. Ah, ja. Den Schlachterschlüssel. Was mich jetzt... Die leben. Und jetzt? Ah, okay, da komme ich durch. Okay. Okay. Ja, toll. Und jetzt? Die müssen sich doch irgendwie selber kaputt machen jetzt, oder nicht? Ja, sag bloß. Hä? Okay. Ja, aber normalerweise wäre es ja kein Problem, wenn einer draußen bleiben würde. Aber wie kann ich das machen, dass einer draußen bleibt? Kann ich ihr einen Befehl geben und sagen, bleib draußen? Nee, kann ich nicht. Irgendwie, ne? Ja, toll. Ja, das war's erstmal. Ja. Gerne mal versuchen. Okay. Ich kann hier nicht befehlen zu sagen, okay, bleib hier. Nee, kann ich nicht. Ich sage, okay, sie bleibt hier, sie drückt den Schalter und ich komme wieder zurück. Okay, wie lange bleibt die denn hier? Ja, die folgt mir gleich natürlich. Ja, toll, okay. Und ich sage, okay. Ja, die folgt mir natürlich auch wieder gleich. So hat das natürlich keinen Sinn. Wie kriege ich das jetzt hin? Kann ich vielleicht irgendwas reinschieben oder so hier durch das Ding hier? Dass ich dann rein wieder zurück. Hey, Mora, komm. Ja. Danke. Licht. Ich kann also nicht mal was zurückschieben. Okay, vielleicht muss ich es auch ganz anders machen. Okay, erstmal muss ich vielleicht Mora hier hinlocken. Komm, locken wir die mal hier hin. Also, oder vielleicht Claire. Dann gehen wir hier hin. Jetzt komm schon, geht durch. Ach komm! Okay. Nochmal. Aber es sah doch gar nicht mal so schlecht aus. Okay. Ich finde es so blöd gemacht. Lass doch. Mach doch. Gib doch wenigstens Befehle aus. So wie früher bei Resident Evil Zero. Bleib hier oder komm mit. Folge mit. Sowas. Verstehe ich nicht. Warum das hier nicht mit reingemacht worden ist. Okay. Nochmal. Jetzt runter mit dir. So, hol das Ding. Nein. Du bleibst draußen. Wo bist du? Okay. Du bleibst draußen. Ich finde die Türe nicht. Schnell. Okay. Ha! Nicht mit mir. Nicht mit mir, sag ich dir. Das ist so ein Scheiß. Echt.
War mir klar. Also ich fall nicht mehr auf die Scheiße rein, so wie vor wie letztes Mal. 20 Minuten da rum. Ja, na, kann ich das nicht mit dem kaputt. Naja, okay, ich muss drauf schießen. Okay. Das ist mal wieder so ein Emblem. Schon lange keine Embleme mehr gefunden. Okay. 1 von 11. Toll. Ja, letztes Mal habe ich ja 20 Minuten oder 25 Minuten was da rumgemacht. Und, nicht gerafft. Wie soll ich das machen? Und hab da immer wieder versucht, da durchzurennen. Da. Ich weiß nicht, habt ihr das, das ist das letzte Mal in den letzten Videos. Da liegt wieder was. Okay, ich habe jetzt diesen komischen Schlüssel. Wo muss ich denn hin? Ah, ich muss hier hin. Ah, ich muss wieder nach unten. Stimmt, da war ja eine Tür. Ne, hier ist eine Tür. Warum nicht auch eine Tür, die verschlossen war? Weiß ich nicht. Schlachterschlüssel. So, gut, Maura. Danke für das Licht. Auf jeden Fall bin ich drauf gekommen, nachdem ich es geschafft hatte, dass man es vielleicht auch so im Tech-Team schaffen könnte. Aber da ist wiederum die Steuerung ein bisschen blöd gemacht für dieses Tech-Team. Okay. Ah. Sieht so aus, als ob ich da einen Schalter betätigen könnte. Aber zuerst schaue ich mich erstmal hier um, bevor es hier wieder Zombie verseucht wird. Okay. I see something in the tank. Okay. Warum kann ich auf die Dinger draufsteigen? Frage ich mich. Ja, okay, gut, dann wollen wir das Ding doch einfach mal betätigen. Ah, nee, ich muss das Ding holen. Ich kann das nicht betätigen. Okay, okay, okay. Ich dachte, das war ein Schalter, den ich einfach mal umlegen müsste, aber... Ja, klar, dass es uns nicht einfach gemacht wird. Also von den Rätseln aus her, ist das Spiel wirklich top wieder gemacht. So, schon lange mal hat Resident Evil mal nicht wieder mal solche Rätsel. Ich glaube, das letzte Mal, also im letzten Resident Evil, wo ich gespielt habe, wo solche Rätsel bei einem Resident Evil Zero. Wo noch ein bisschen den Kopf anstrengen musste. Muss ich vielleicht irgendwie abknallen, das Ding? Keine Ahnung. Was ist das hier? Oh, ein Saphir. Okay, gut. Jetzt habe ich das Ding da reingejagt und was bringt mir das jetzt? Kann ich das Ding verschieben? Noch mehr Blut. Okay, entweder müssen wir das hier verschieben. Oder wir müssen irgendwie... Ja, da ist ein Schalter. Und wie komme ich jetzt dahin am besten? Ist alles zu. Da ist, glaube ich, eine Tür. Oh, falsche Taste. Hier ist eine Tür. Danke, Maura. Ah, ja. Okay. Ah, Maura. Gut. Oh, ein grünes Kraut. Jawohl. Na, gehen wir gleich mal mit Maura weiter. Falls wir was finden. Oh, noch schon wieder ein grünes Kraut. Scheint so, als ob das Spiel langsam Erbarmen mit mir hätte. Er hat sowieso die ganze Zeit getroffen. Schick mir ein grünes Kraut. Ein paar Punker-Munition natürlich auch noch. Pff, was willst du mehr? Ah, okay. Ich scheint so, als ob ich das jetzt nochmal machen müsste. Okay, wenn es dann darüber ist, muss ich einfach mal Stopp drücken. Hat das geklappt? Nee, nicht wirklich. Okay, also müssen wir früher die X-Taste betätigen. Da läuft nämlich ein bisschen nach. Jetzt. Ah, nein, immer noch nicht. Okay, noch früher.
Okay. Das heißt, es scheint nicht so, als ob es geklappt hätte. Okay. Hier scheint nochmal so ein Dings zu sein, aber leider komme ich von hier nicht zum Ziel, oder? Mal mit der Claire hoch. Na. Mal gucken, ob ich da rankomme. Irgendwie, nee. Da ist eine Scheibe davor. Und die ist natürlich. Ja. Panzerglas. Da gibt es kein Durchkommen. Okay. Dann schnell wieder durch. Noch mehr Blut? Wahrscheinlich. So. Müssen nur wieder schauen, wenn wir stoppen müssen. Großer Brocken. Oh, er war doch perfekt. Der war noch perfekt. Ja, okay, perfekt natürlich nicht, aber der war gut. Ach, Leute, komm schon. Ach, so eine Scheiße, echt. Ah. Dass man mit dem Lichter da drauf kriegt. Kaum kam das Blut, nicht mal die Zeit gehabt. Wo willst du denn hin? Komm schon, Claire. Komm schon. Gib ihm den Kick. Ach, Claire. Okay, dann hat's verbissen. Wo ist die? Ist sie immer noch blind? Danke für die Hilfe, Claire. Ah, okay, scheint so, als ob es noch mal ein bisschen Blut braucht. Warum kommen dann die Gegner jetzt schon? Blödes aufblasbare Ding. Frage ich mich, wenn das Ding noch mal ein Stück Blut braucht, also ein bisschen bisschen Blut braucht, warum? Kommen dann die Gegner jetzt schon? Gut. Kurz nachladen. So, eigentlich habe ich jetzt nicht mal mehr. Ach komm schon, solch. Ich dachte, das wäre gut. Von hier sieht es gut aus. Ja, nee, keine Chance. Okay, nochmal. Dauert jetzt mal wieder, bis es wieder durchkommt. Das ist wohl das Letzte. Na, da ist es. Und stopp. Aber diesmal ist er drin. Diesmal ist er drin. Da bin ich mir sicher. Jawohl. So, jetzt. Es sei denn, es kommen wieder 10.000 Gegner. Okay. Noch ein Stück von der Leber. Gang up on us. We have to get out of here.
Wir müssen hier raus, okay. Dann lass uns einfach mal hier rausgehen. Rennen wir einfach mal raus. Okay, vielleicht. Ich höre die Gegner, aber vielleicht wäre es einfach wirklich nur besser. Oh shit. Wir rennen hier einfach mal von ihnen weg. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Okay, das war zu viel. Okay. So, irgendwie. Hallo? Ah, okay. Irgendwie. Oh, da ist nochmal so ein großer. Okay, kämpfen hat hier wirklich keinen Sinn. Schnell weg von hier. Oh, ich lebe noch. Gut, diese Claire folgt mir. Claire folgt mir. Claire, folge mir. Folge mir, Claire. Wo muss ich denn schon wieder hin? Gut, dass sie mir folgt. Jawohl. Jawohl, ich habe den Ausgang. Jawohl, verreckt alle da drin. Da ist eine Flasche, die interessiert mich jetzt nicht. Okay, Claire geht es anscheinend gar nicht gut. Was für eine Frage. Gib mir mal hier so ein grünes Kraut hier, ja. Was kombinieren? Benutzen. Jawohl. Gut. Scheint so, als ob wir jetzt alles hätten. Was ist das? Ah, ich kann ja draufsteigen. Okay, gut. Gut zu wissen, gut zu wissen, gut zu wissen. Okay, this should do it. Ja, das macht mich jetzt auch ein bisschen. Du Dreck. Ja, hatten wir alle. Wortwörtlich ein Höllenspaß. Oh mein Gott, schon wieder ein scheiß Labyrinth hier. Okay, Maschinengewehrmunition. Können wir gleich mal weitergeben. Jawohl. Grünes Kräutchen. Und was liegt hier drin? Ein Rubin. Also könnte hier vielleicht auch noch eine Kiste drin liegen, aber nein. Das scheint nicht so der Fall zu sein. Keine Kiste. Gut. Okay. Wir wurden eingesperrt. Wir wurden eingesperrt und wieder beobachtet. Irgendwo hier muss doch eine Kamera sein. Ja. Aber Hauptsache lesen können, was sie da schreiben auf Russisch. Ich frage mich auch, was sie da. Claire. Was sie da faseln. Würde mich auch interessieren. Oh shit. Also, die Musik kam nicht wegen den Gegnern, sondern wegen der Location hier. Okay, ich habe jetzt so und so viel Zeit, hier einfach mal abzuhauen. Okay, hier geht's nicht entlang. So, okay. Aber das finde ich jetzt geil gemacht. So, jetzt müssen wir wirklich im Tag Team arbeiten. Die kommt jetzt so nicht hoch. Das heißt, ich muss hier irgendwo wahrscheinlich das Feuer hier ausmachen. Ja, rennen, rennen, kleine Moira. Ja. Oh ja. Die X-Taste, die glüht schon bei mir. Genauso wie hier drin. Also sie ist mit dabei. In diesem Höllenfeuer. Okay. Irgendwo hier muss es nochmal eins, so ein Ding geben. Ja, so viel zum Thema mit keine Gegner. Okay.
Ein Topaz? Mara, ich komm. Guck, dass du da durchkommst, Mara. So blöd gemacht. Wo muss ich denn lang? Na toll. Ich habe nicht mal mehr Heilung mit Claire. Toll, nur im Kreis. So, nicht mal mehr Heilung mit Claire, das ist ganz blöd. Boah, shit. Oh, oh, toll. Oh, ja. Wie komme ich an ihm vorbei? Oh ja, geil. Sehr gut. Oh, ein grünes Kraut. Ja, das wird's auch ziemlich... Okay, wo muss ich denn hin? Schnell. Bevor dieses Ding kommt. Steig hoch. Boah, gut, Moira. Ja, hier wischt uns nicht mehr. Gut. Hier geht's entlang. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay, erstmal. Wo müssen wir jetzt entlang? Okay, jetzt sind wir wieder vereint. Okay, gut. Schön, das geht nicht kaputt. Wo muss ich denn schon wieder hin? Was ist das? Jawohl! Hab ich es geschafft? Stürzt alles ein, komm schon, schnell! Boah! Was gut für dich auch? Komm schon, lass uns hier rausgehen. Na, das kannst du aber glauben. Okay. Wir sind im Höllenfeuer. Overseer's been watching us every step of the way, but if she thinks we died in that explosion, we gain the element of surprise. We're so close, Moira. I can feel it. Okay, jetzt sollten wir durch die Kanalisation. Wir haben das Höllenfeuer erstmal überlebt und weiter geht's im nächsten Video. Okay, also haut rein, Leute. Bis zum nächsten.